Sepp, let's go. Und das ist Sepp, let's go. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Mittwoch bei VolksTV. Ja, und ich schaue mal nach. Ja, wo ist denn der Sepp heute unterwegs? Der Sepp wird einfach für uns ein bisschen was erzählen. Er hat auch wunderbare Gäste. Ja, und ich bin schon ganz gespannt. Ich will gar nicht zu viel verraten. Lieber Sepp, let's go, sag uns, wo bist du denn heute unterwegs? Ich gebe zum Sepp einmal weiter. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind, wenn es heißt Sepp, let's go auf VolksTV. Wir sind heute in Seiersberg bei Graz bei einem ganz, ganz lieben, netten Gastronomen. Ich würde sagen, liebe Zuseher, er kommt dann gleich zu mir auf den Tisch. Aber vorerst haben wir natürlich auch nette Gäste eingeladen. Und ich würde sagen, schön, dass ihr auch alle mit dabei seid. Herzlich grüß Gott. Sepp, let's go, so heißt unsere neue Sendereihe, liebe Damen und Herren. Und ich würde sagen, wir sind in der Steiermark zu Gast und deshalb soll es jetzt gleich richtig schneidig aufgehen mit dem Schneiderwirt-Trio. Und naja, lassen Sie sich überraschen. Steirisch wird aufgespielt. Oberleintlos ist der steirische Brauch, Holladio. Ein türkischer Sterz und ein Schwammsuppen drauf, Holladio. Sechs, das ist der steirische Brauch, Holladio. Holladio, Holladio, Holladio. Holladio, jo, das ist der steirische Brauch. Auf und auf wascheln, aus Schuch voller Lohr, Holladio. So gängen die Kirnbuben vor der Tanzmusi heim, Holladio. Das ist der steirische Brauch, Holladio. Holladio, Holladio, Holladio. Holladio, jo, das ist der steirische Brauch. Wir sind heute in Seiersberg bei Graz, liebe Zuseher, und zwar nicht bei irgendjemandem, sondern bei einem Mann, der Gastronom, der Landwirt, der Musiker, der Mann mit Humor, der Hobbygolfer, Skipper,
einfach ein Mann, der facettenreich durchs Leben geht. Und ich begrüße ihn jetzt ganz, ganz herzlich, unseren lieben Ferdl Burgstaller von Ferdls Gasthaus in Seiersberg. Ferdl, schön, dass wir heute bei dir sein dürfen. Sepp, ich sage danke, dass ihr da seid mit eurem Fernsehen, mit eurem Volks-TV. Ich muss nur schnell was berichtigen. Seiersberg-Birka heißt mir seit neuestem, seit der Fusion, weiß ich, seit der Gemeindezusammenlegung. Jetzt haben wir ja größer geworden. Jetzt haben wir ja nicht bei Graz, sondern Graz ist ja schon bei uns. Und was du eigentlich jetzt gesagt hast, alles, die ganze Litanei, was du für mich, oder von mir aufgezählt hast, das wäre ja nicht nur abendfüllend, das wäre ja jahresfüllend fast, was du sagst. Ich bin weder ein Wirt, ich bin weder ein Musiker, weder ein Hobbygolfer, noch gar nicht. Ich kann überall keine mehr bisschen was aus, aber nirgends viel. Liebe Zuseher, Sie haben ihn nun gehört, also Politiker habe ich noch vergessen, das hätte und könnte auch noch sein. Auf jeden Fall ein Mensch mit Humor. Lieber Ferdl, du bist über die Musik in die Gastronomie gekommen. Wie und wann? Das ist richtig. Ich habe die Chance gehabt, also ich habe, wie ich so 20, 30 Jahre alt war, habe ich mit den Edelweiß Echo gespielt. Und da haben wir die Chance gehabt, bei einem großen Möbelkonzern, ich darf mir ein bisschen Werbung machen, bei Kicker. Da haben wir sehr viele Veranstaltungen gespielt, ob das Sommerfeste, Herbstfeste und das waren. Und dann haben sie dort ein Restaurant eingerichtet. Am Anfang haben wir so ein kleines Kaffeehaus. Und ich habe zu dem damaligen Geschäftsführer gesagt, das passt gut. Da hätte ich gerne mal, wenn ich aufhöre mit der Musik, da hätte ich gerne so ein kleines Gasthäusl haben und das. Und so hat das eigentlich begonnen. Und dann ist es immer größer und immer mehr geworden. Eigentlich zur damaligen Zeit ist dann die Gastronomie fast so bedrängend geworden, dass ich die Musik habe müssen aufgeben. Es tut mir leid, dass es dann auf. Aber ich habe 20 Jahre, volle 20 Jahre bei Mädelweise gespielt und diese Zeit kann man Gott sei Dank nicht entnehmen. Und auch die Zeit, wie ich die Gastronomie gemacht habe in den jungen Jahren, jetzt machen nur die Haare das Alte, aber ich bin ja noch nicht so alt. Aber in den alten Jahren kann man das auch nicht nehmen, weil ich denke, hinter meiner Decke sind gestanden, ob das der Rudi Carell war, ob das die Uschi Glas war. Deli Savalis hat bei mir Bier anlassen. Der Deli Savalis hat bundig am Bier gezapft. Das war aber noch in Graz, oder? Das war noch in Graz, das war noch beim Kicker war das. Naja, und dann hat sich das ergeben da in Seiersberg-Birka. Und wo wir heute sitzen dürfen, Gott sei Dank sind sehr, sehr viele Stammgäste da, die was mir vom ersten Tag an treu sind. Und das ist schön, sonst würde der Wirtshaus nicht leben, wenn es keine Stammgäste ist. Ich denke, liebe Stammgäste, das wäre mal ein Applaus wert von eurer Seite. Ich weiß, ihr gebt euch den Applaus jetzt selbst. Ferdl Burgstaller ist ein gebürtiger Weststeirer. Wo genau? Es ist noch Graz-Umgebung. Ich bin genau an der weststeirischen Grenze, St. Bartholomä. Das ist, wenn sich jemand nicht so auskennt, Pfalzberg kennt ihr, die Stadt Pfalzberg und Gradkorn und genau in den Tal drinnen, da bin ich. In Bartholomä, da habe ich Landwirtschaft daheim. Da haben wir nach wie vor unsere schottischen Hochlandrinder. Und das Gasthaus da, das ist nicht mal, sind nicht nur meine Eltern, die was leider Gottes schon verstorben sind. Das ist auch mein Herzblut, das Gasthaus. Ich bin irrsinnig gern da, dass ich mal bei den alten Holz, ich hoffe, dass ihr das jetzt seht, ihr liebe Zuseher auf Volks-TV, dass er mit der Kamera das alte Holz aufbringt, passt irrsinnig gut zum alten Gesicht. Und da fühle ich mich auch richtig wohl. Ein Humormensch, unser Ferdl Burgstaller. Und weil wir gerade beim Humor sind, liebe Damen und Herren, Ferdl, hast du einen Witz auf Lager? Ich würde sagen, über die Musik haben wir angefangen. Hast du einen Musikantenwitz vielleicht? Musikantenwitz? Was gibt es denn da Musikanten? Ja, ganz kurz, nicht? Der Musiker geht beim Wirtshaus vorbei, das gibt es normalerweise nicht, das ist ganz klar, das ist logisch. Aber Musikantenwitz gibt es genügend. Der Musiker, der was immer zur Probe geht und die Frau hat gesagt, nein, du gehst mir nicht zur Probe heute und du kommst immer so spät heim. Ganz kurz halte ich das jetzt. Nein, ich komme sicher, heute bin ich um 10 Uhr daheim, wenn die Probe aus ist, bin ich schon da um 9:45 und gehe gesagt, getan. Und um 9:45 sagt halt der Akkordeonspieler, ich habe heute Geburtstag, komm, trink mir noch Achtel. Dann der Baritonist oder Achtel sagt er, und das ist 4 in der Früh geworden. Er schleicht ein, er zieht die Schuhe aus, weil um 10 Uhr muss er daheim sein. Und wie er reingeht im Jagerstäbel, hat die Kuckuck gesucht, 4-mal Kuckuck, 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 Kuckuck gesagt. Hat er gedacht, um Gottes Willen, die Frau kommt auf, die hat, weiß genau, 4 in der Früh ist. Er hat 6-mal dazu gemacht, das wie ein Kuckuck. Und dann hat er sich ins Bett gelegt. In der Früh steht der Aufsichter, die Frau nimmt der Kuckuck und sagt, was hast denn du gemacht mit unserem Wohnzimmer? Ha? Sag, um Gottes Willen, was hat denn der arme Vogel gemacht? Hat die Frau gesagt, stell dir vor, heute um 10 in der Nacht, gestern für mich um 10 in der Nacht, hat er 4-mal so rein und so schön Kuckuck gesagt. Dann hat er sich 6-mal verkutzt und dann hat er das ganze Wahnsinn angespielt.
Ja, unser Pferdl, ein begnadeter Musiker und ein Freund der Obergreiner Musik. Und jetzt gehen wir zurück ins Studio zu unserer Clara. Liebe Clara, wir begrüßen dich natürlich auch ganz herzlich und natürlich mit Obergreiner Musik für unseren Pferdl Burgstaller. Geht es jetzt für Sie zu Hause gleich weiter. Ja, liebe Zuseher, unser Pferdl Burgstaller. Ich würde sagen, ein Urgestein aus der Steiermark. Lieber Pferdl, es gibt natürlich heute auch etwas zu gewinnen. Und zwar, Pferdls Gasthof möchte natürlich auch Sie zu Hause etwas gewinnen lassen. Und was zum Beispiel? Liebe Zuseherinnen und Zuseher von VolksTV, wenn Sie ganz genau aufpasst haben, habe ich beim ersten Satz den Sepp Bartelschweiger berichtigt. Da habe ich etwas gesagt, weil er nur Seiersberg gesagt hat. Und jetzt frage ich Sie, wie heißt es, wo Pferdls Gasthaus ist? Seiersberg Graz oder Seiersberg Birka? Einmal noch, dass Sie verstanden haben. Wie heißt es? Seiersberg Graz oder Seiersberg Birka? Wir wurden fusioniert. Ja, liebe Zuseher, Sie können natürlich anrufen, Sie sollten jetzt rege anrufen bei uns im Studio. Die Clara wird Sie natürlich dann auch wieder namentlich erwähnen. Sie wird natürlich auch ihre Wünsche heute wieder für Sie darbieten und im Studio bei uns natürlich unsere Regie wird Ihre Namen und Telefonnummer aufschreiben und die Verlosung oder besser gesagt den Gewinn werden wir heute fast am Ende der Sendung noch wiedergeben, besser gesagt ziehen. Es gibt dann eine Ziehung. Diese Ziehung wird der Pferdl natürlich selbst vornehmen. Also rufen Sie jetzt fleißig an. Sie können hier beim Pferdl was gewinnen? Sie gewinnen mit Ihrer Partnerin oder mit Ihrem Partner, je nachdem wer gewinnt, ein Gala-Menü, ein viergängiges mit Weinbegleitung. Also mit Weinbegleitung. Wenn zum Beispiel Gäste aus Deutschland, der Schweiz, Südtirol oder vielleicht auch Holland, Belgien oder Frankreich diesen Preis gewinnen, dann denke ich, würde auch der Pferdl für die Nächtigung einen tollen Preis machen, oder?
Ich würde keinen tollen Preis machen, ich würde eine Nächtigung gratis dazu sponsern. Sehen Sie, und so bringt man den Viertel auch wieder klein. Also, so macht man Geschäfte, liebe Zuseher. Schön, rufen Sie fleißig unsere Clara an. Viertel, eine Frage hätte ich jetzt noch an dich. Ich habe vorher gesagt, du bist ein gebürtiger Weststeirer. Wie schwer war es denn für dich hier in Graz, jetzt in Seiersberg-Birka, Fuß zu fassen? Das glaubt fast keiner. Das glaubt man sicher keiner. Und ich selbst hätte es am allerwenigsten geglaubt. Natürlich, irrsinnig viel geholfen hat mir da die Musik, das ist ganz klar. Mit den Edelweißecher waren wir dort sehr bekannt und um dieser Zeit. Und das hat mir sehr viel geholfen. Aber diese Menschen rund um Seiersberg und in Seiersberg und rund um Viertels Gasthof, es hat schon ein kleines Hackerl, aber es gibt kaum bessere. Auf den Nachbarn. Es gibt kaum bessere Menschen und Nachbarn, wie ich da haben hab, oder hätte kriegen können. Gibt es nirgends besser. Dann passt jetzt sicherlich der nächste Titel drauf. Viertel Burgstaller, ein Oberganger Freund der ersten Stunde und jetzt für Sie zu Hause und natürlich auch für uns hier in Seiersberg-Birka im Gasthof von Viertel. Freunde, wir bleiben Freunde. Freunde, verbunden durch Musik. Wir sind so froh, heute hier bei euch zu sein. Grüßen euch herzlich, ob groß oder klein. Unsere Musik lässt Sorgen schnell vergehen. Freunde sind wir, die so gut sich verstehen. Gibt es auch Ärger mal und Streit und hat der Alltag uns entzweit, ja, dann verliere ich den Mut. Ein Lied macht alles wieder gut. Das größte Glück auf dieser Welt ist, wenn ein Freund fest zu dir hält. Er teilt mit die Freude und Leid hier alle Zeit. Nicht lang an morgen und alles ist dann wunderbar.
vom Scheu-Volks-TV. Na klar, ja ich schau, ja ich schau, sage Volks-TV. Die Musik, die muss dir gehen. Ja ich schau, ja ich schau, sage Volks-TV. Sie bringt dir Freude ins Leben. Ja ich schau, ja ich schau, sage Volks-TV und ich hoffe, Ihnen und euch geht's gut. Lehnen Sie sich zurück, genießen Sie den Abend mit bester Musik und mit vielen Informationen rund um Seiersberg und rund um Sepp, seiner Umgebung, sage ich jetzt einmal. Er hat vieles noch vorbereitet, viele Informationen für uns. Und lieber Sepp, ich habe Informationen für dich. Der Kurt, unser Pizzeria Kurt, hat sich gemeldet. Er war der Erste bei mir in der Regie. Und natürlich, brav aufgepasst und so kurz, er hat die richtige Antwort gewusst. Seiersberg Birka und nimmt eigentlich so mit, so viel ich informiert bin, am Gewinnspiel teil. Und ich sollte noch Grüße ausrichten, und zwar an alle Fans von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja, ich schaue Volks-TV mit unseren Daniel Düsenblitz und den Lausern. Das, was an Musikwunsch steht, haben wir noch vor der Werbung gerne erfüllt. Also Sie sehen, Sie können auch bei mir gerne die Musikwünsche abgeben. Wenn Sie mit mir noch ein bisschen plaudern möchten, zwei Sätze dazu, bevor Sie dann die Lösung abgeben, auch kein Problem. Ich bin für Sie da in der Regie und ich freue mich auch, dass der Johnny und die Nea da sind, die diese Anrufer uns alles entgegennehmen. Ja, und ich höre gerade, Sepp, du hast weitere Informationen und ich bin schon gespannt. Ja, liebe Zuseher, bei mir am Tisch hat nun ein Touristiker Platz genommen, und zwar der Hansi Hönecker, seines Zeichens Tourismusvorsitzender aus Seiersberg. Genau. Also nicht Seiersberg-Birka, sondern nur Seiersberg. Nur Seiersberg. Lieber Hans, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich kenne Seiersberg aus einem Grund ein bisschen besser. Also besser gesagt aus zwei Gründen, weil ich den Viertel-Burgstaller sehr gut kenne. Und natürlich die Shopping-City, das Einkaufszentrum aus Seiersberg, ist, denke ich, österreichweit sehr, sehr bekannt. Welche Attraktionen oder kulturelle Einrichtungen sind denn bei euch jetzt wirklich auch einer Attraktion würdig? Ja, Sepp, danke, dass ich bei dir sein darf, das Volks-TV und Seiersberg ein bisschen bekannter zu machen. Seiersberg hat nicht nur die Shopping City, Seiersberg hat nämlich andere Attraktionen auch noch. Seiersberg hat natürlich einen Skilift, wie meine eigene Schneepiste, wie meine Bahn, wo wir eigentlich wirklich unsere Kinder Ski laufen lassen können. Wir haben
wird's Leute, die miteinander arbeiten können. Wir haben da wirklich den Pferdl mit seiner Musik drinnen. Wir haben den Martin Krenn unten, wir haben da das Dorfgasthaus in Michi Schwab drinnen, wir haben den Seppi Luderbauer oben, der mit seinen Bio-Sachen hat, den Kolumbatovic. Wir haben da wirklich sehr viele Wirtsleute, die sehr gut miteinander kennen. Wir haben Sehenswürdigkeiten, wir haben viele Kapellen in Seiersberg, wir haben Wanderwege in Seiersberg, wir haben Radwege in Seiersberg. Also Seiersberg ist nicht nur Einkaufsstadt, auf dem wir auch sehr stolz sind auf die Shopping City, sondern Seiersberg kann ganz andere Sachen auch noch bieten. Naja, ich denke, unsere Zuseher aus Österreich, die werden ganz genau wissen, oder aus der Steiermark vorwiegend natürlich, wo Seiersberg liegt. Deshalb auch die Frage vorerst. Die Region Seiersberg, wo grenzt ihr denn an für unsere Zuseher in Deutschland, Schweiz und in Südtirol und von überall, was uns halt heute wieder mal zuschauen, wenn du das ganz kurz erklären könntest? Ja, die nächstgrößte Ortschaft, die an Seiersberg anschließt, ist Graz. Dann haben wir eigentlich schon die Südsteiermark und die Weststeiermark mit den schönen, Weingebieten. Seiersberg ist ja das Ausgangsziel von vielen Weintouristikern. Seiersberg, das heißt ja von Einkauf zum Weinkauf. Wir können da einiges Dollars machen. Noch. Und das kann man wirklich machen. Aber wie gesagt, die nächstgrößere Ortschaft ist Graz. Graz, liebe Zuseher, ein ganz, ganz ja, attraktiver Ort, eine attraktive Stadt. Wenn man zum Beispiel in Seiersberg Urlaub macht, gibt es da irgendwelche, eine Seiersberg-Card, wo dann auch vielleicht kulturelle Veranstaltungen in Graz zu besuchen sind oder zum Beispiel auf den Grazer Uhrturm rauf, gibt es da so ein Package von euch? Nein, gibt es noch nicht. Wir sind aber am Arbeiten dran, dass wir eben sowas machen, dass wir eben Grazer kulturelle Veranstaltungen mitnutzen können. Aber wir haben in Seiersberg selber viele, viele kulturelle Veranstaltungen. Kultur ist bei uns sehr hochgeschrieben, die Musik ist bei uns sehr hochgeschrieben, Sport ist bei uns sehr hochgeschrieben. Das heißt, wir bestehen aus sehr vielen Vereinen, die sehr viele gute Veranstaltungen machen. Und das ist wirklich ein toller Ort, wo man wirklich leben kann. Und wir werden aber sicher Graz mit einbinden in unsere kulturellen Veranstaltungen. Naja, liebe Zuseher, sollten Sie mal nach Graz wollen, okay, Seiersberg bietet sich an. In Seiersberg gibt es wirklich alles. Sie haben es vorher beim Pferdl schon gehört, der Pferdl schon einiges erwähnt. Der Herr Touristikmanager, darf ich so Vorsitzender? Manager weniger. Ja, ja, Vorsitzender in der heutigen Zeit, ja. Weiß man nicht mehr. Fremdenverkehrsobmann oder Direktor, also Namen gibt es ja genug in dieser so, Branche. So ist es. Aber jetzt, lieber Hansi, ich habe da ein bisschen bei euch im Netz geschaut, da schreibt ihr, die Tradition stirbt aus. Und zwar, ich habe gelesen, Sauschädel stellen, das heißt also zu Deutsch Schweinekopf klauen, also fladern. Genau. Bei uns heißt es Sauschädel stöhnen oder Sauschädel fladern. Das Ganze hat mit gesetzlichen Hintergründen auch zu tun. Das ist eine alte Tradition, wo früher mal die Hausschlachtung es noch gegeben hat. Und bei dieser Hausschlachtung, wenn der Wirt, der diese Sau abgeschlagen hat, nicht aufpasst hat, dann ist dann der Sauschädel entwendet worden, gefladert worden. Ja. Und das ist dann so gewesen, dass dann dieser Sauschädel dann von der ganzen Ortschaft gesucht worden ist und dann in einem Gerichtsverfahren dann wieder ersteigert wurde und die Schuldigen dann mit einer kleinen Geldbuße dann zur Rechenschaft gezogen wurden und die Herrschaften dann hinterher einen Sauschädelschmaus gemacht haben. Und das ist eine Tradition, die es leider nicht mehr so gibt, weil es eben die Hausschlachtung nicht ist. Wir kennen auch nicht unseren Fleischhocker unten in der Feldkirchnerstraße, wenn der seine Sauschädel angeliefert kriegt, dann einen Sauschädel fladern und sagen, das können wir machen. Aber vielleicht gelingt es uns als Tourismusverband, eben diese Tradition wieder hochleben zu lassen und irgendwo einen Gegenpol zu bieten. Wie könntest du dir das vorstellen? Also wie ja, soll das vielleicht gehen? Wir haben ja auch Landwirtschaft bei uns in Seiersberg. Da ist es eben so, vielleicht gibt es dort den einen oder anderen Landwirt, der eben Tierhaltung hat. Vielleicht könnte man so pro forma eine Sau schlachten und dann den Sauschädel stehlen und dann dieses Brauchtum wieder hochleben lassen. Und das Ganze dann wieder zur Tradition machen. Das Ganze dann wieder zur Tradition machen und bei einem Wirten natürlich dann diese Verhandlungen führen und dann mit Musik und
einen Mutz. Und vielleicht als ein kleines Bußgeld einheben und das dann wieder für einen sozialen Zweck weitergeben. Ganz das genau, eine tolle das wäre diese Anregung. Eines habe ich aber noch gelesen, die Tradition vom Maibaum umschneiden. Die gibt es auch nicht. Ganz auch nicht genau. Mehr. Also umschneiden, aber da muss man ja vorher, Mai, wir haben heute den 1. Juni, der Mai ist ja vorbei. Jeder von Ihnen zu Hause wird natürlich wissen, was ein Maibaum ist, eine Tradition. Mhm. Wie war das denn früher in Seiersberg? Ja, früher war es eigentlich so, dass der Maibaum am Tag vorher von der Landjugend bewacht wurde, dass er nicht gestohlen wird. Dann war der Tag des Maibaums aufstellen. Und wenn der Maibaum dann gestanden ist, dann hat es in der Nacht eigentlich immer wieder Leute gegeben oder Gruppen gegeben, die diesen Maibaum umgeschnitten haben. Jetzt wurde das manchmal so stümperhaft vollzogen, dass eben viele Unfälle passiert sind. Das heißt, der Maibaum ist aufs Dach geflogen von einem Haus. Das Maibaum hat Autos beschädigt, das Maibaum hat Personen beschädigt. Darum ist man von diesem Brauch eigentlich abgekommen, weil er sehr gefährlich war. Jetzt schützen wir unsere Maibäume eigentlich mit Metallbändern, damit sie erst in 2 Meter Höhe abgeschnitten werden könnten. Also das ist eigentlich so der Brauch, aber wie gesagt, das sind also Brauchtümer, die durch Unachtsamkeit dann verloren gegangen sind. Lieber Hans, vielen Dank für das nette Gespräch. Wir wünschen euch, dass die Bräuche natürlich wieder durch deine Hilfe dorthin kommen, wo sie hergekommen sind. Und euch natürlich für Seiersberg alles Gute für die ganze Region. Seiersberg-Birka, natürlich sehr, sehr viele Gäste, das wünschen wir euch. Und liebe Zuseher, bei uns geht es jetzt gleich weiter. Steirisch haben wir heute vorweg schon gesagt, und zwar eine tolle Gruppe aus der Steiermark, Oberkainer Power mit Gruß an Eiviswald. Dort, wo immer die Sonne scheint und Wolken ziehen nach Norden, dort, wo man noch das Fenster kennt und jedem anderen was gönnt, das ist der Ort unserer Heimat, das schöne Eiviswald. Bin ich der Zeit in der Fremde, glaub mir, wir sehen uns bald. Wo der Schilcher wächst, ein Häuschen nächst dem Wald dran steht, wo Menschen zufrieden sind, wo jedermann Freunde findet, dort bin ich zu Haus, vor Sehnsucht halt ich's nicht. Ans Ausland grenzt, war blutig und schwer erkämpft. Hier ist man nie lang alleine, man muss es nur verstehen. Bei uns, da zählt noch das Kleine, komm mit, du wirst schon sehen. Wo der Schilcher wächst, ein Häuschen nächst im Wald dran steht.
Ja, also wie gesagt, aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz können Sie anrufen. Die Telefonnummern, die sind Sie eingeblendet, aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bei den Musiktiteln und zwischendurch gibt es natürlich Informationen weiterhin von Seiersberg Birka, habe ich jetzt neu dazu gelernt. Also ich bin schon gespannt, was es noch Neuigkeiten und Informationen gibt vom Sepp. Frage ich mal, ob er bereit ist für Neuigkeiten. Also los geht's. Liebe Damen und Herren, ich hoffe, Sie sind auch noch immer da. Ferdl Burgstaller, dort sind wir heute, und zwar das Gasthaus oder der Gasthof zur guten Küche, und Sie können natürlich auch gewinnen. Die Gewinnfrage hat er ja gestellt, und jeder Anrufer, der heute im Studio anruft, bekommt natürlich ein tolles Gala-Dinner hier im Gasthof von Ferdl in Seiersberg, und natürlich Gäste, die hier schlafen wollen, sind natürlich auch vom Chef von Ferdl Burgstaller herzlichst dazu eingeladen. Also rufen Sie fleißig an. Neben mir hat jetzt Platz genommen der Herr Bürgermeister aus Seiersberg Birka, der Herr Werner Baumann. Lieber ja. Werner, schön, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Schön, dass du da bist. Schönen guten Abend. Ja, vielleicht die Freunde, ein bisschen Applaus für einen Bürgermeister, den ich habe. Werner, wie stolz ist man als Bürgermeister, hier einen Gastronom zu haben, wo die Prominenz aus und eingeht, die Prominenz aus Kultur, Politik, Sport, Musik? Was sagst du dazu? Ja, das gibt es natürlich nicht alle Tage, so wie Gasthaus Ferl und der Ferl selbst. Natürlich geht alles aus und ein, vom Landtagspräsidenten bis zum Landeshauptmann, Landeshauptmann, Stellvertreter, die Landesräte, Wirtschaft natürlich auch, von Landesräte Buchmann und dergleichen. Ne? Es ist aber ab und zu fast schwierig, hierher zu kommen, weil man natürlich dann politisiert. Und dann muss man natürlich auch ab und zu eine Ausweichroute nehmen und nicht immer zum Ferl zu kommen. Also, das habe ich vergessen, es ist auch ein politischer Gasthof. Natürlich wird politisiert. Wenn Politiker und Wirtschaftstreuhänder, so kann man sagen, herkommen, dann wird politisiert, keine Frage. Und so soll es auch weiterhin natürlich sein, wahrscheinlich. Natürlich. Das belebt das Ganze. Natürlich. Ich habe vorher mit einem Tourismuschef auch schon gesprochen. Ja. Seiersberg verbindet ja sehr, sehr viele Menschen mit einem wunderbaren Einkaufszentrum, mit der Shopping City Seiersberg. War dieses große Einkaufszentrum schon immer bei euch in Seiersberg Birka geplant? Nein, das hat klein angefangen mit einem, sage ich mal, Doko-Handel, also eine Einkaufsfläche von ca. 5000 Quadratmeter in dieser Grube. Und es ist dann von Schritt zu Schritt quasi immer weitergebaut worden, bis vor 15 Jahren die Inhaber Gutze und Klein die Shopping City hier mit der Gemeinde verwirklichen wollten und einen Partner gefunden haben und hier diese 5 Zentren gebaut haben. Und jetzt haben wir natürlich eine Fläche von 80.000 Quadratmeter Einkaufsfläche und es ist das zweitgrößte Einkaufszentrum von Österreich. Also das zweitgrößte Einkaufszentrum von Österreich. Seiersberg Birka hat jetzt durch die Zusammenlegung ca. 11.000 Einwohner. Ja, 11.800 Einwohner. Oh, der Herr Bürgermeister weiß es ganz genau, so soll es auch sein. Wie war das damals bei euch mit der Zusammenlegung? Hat es da auch irgendwelche Querstriche gegeben oder Querleger? Es war am Anfang natürlich für die kleinere Partnergemeinde Birka keine, bei uns sagt, gemade Wiesen. Es hat politische Bewegungen gegeben, die diese Fusion natürlich verhindern wollten. Wir waren aber dann auf einem guten Weg und haben die Bevölkerung befragt. Und die Bevölkerung in beiden Gemeinden haben gesagt, ja, wir gehören zusammen, wir wollen zusammen. Und es war dann im Schnitt mit einer 70-prozentigen Zustimmung, wenn man es durchmischt von beiden Gemeinden, doch so, dass die Bevölkerung sagt, geht es das an? Wir haben dann Bevölkerung informiert, wir haben Zeitungen hinausgegeben. Und es war dann im Endeffekt ein Erfolg eigentlich, ein großer Erfolg. Naja, und momentan läuft es ja wirklich sehr, sehr gut. Man sieht es auch, es wird sehr, sehr viel gebaut bei euch und wirtschaftlich natürlich immer wieder am neuesten Stand. Eine persönliche Frage, kaufst du selbst auch in Seiersberg ein? Natürlich, fast alles. Ja, vor kurzem war ich irgendwann, da hat mir ein Bürgermeister gesagt, nein, er kauft ganz, ganz selten in seiner Bezirksstadt ein. Warum auch immer, das hat er mir nicht verraten, aber ich bin dann später drauf gekommen. Er kandidiert das nächste Mal dann nicht mehr als Bürgermeister. Also solche Gründe gibt es natürlich auch. Was hältst du davon? Also ich bin sehr gerne unter Leuten und wenn ein Bürgermeister natürlich in seiner Gemeinde viel unterwegs ist, das zeigt natürlich Bürgernähe und man hat natürlich auch ein Gespür dafür, was sind die Probleme der Leute, weil natürlich wird man in jedem Einkaufszentrum, in jedem Gasthaus überall angesprochen. Man ist Politiker Tag und Nacht, 24 Stunden, das ist keine Frage. Man
politisiert natürlich dann auch, aber wenn man das Gefühl dann kriegt, was die Leute brauchen, was sie bewegt, dann kann man, glaube ich, eine sehr gute menschliche Politik machen, die heute sehr selten ist. Sie sehen einen Politiker, der für alle da ist. Die Frage, gibt es auch Partnergemeinden? Natürlich, wir haben zwei Partnergemeinden. Eine haben wir jetzt das sozusagen zugeheiratet in Hausham, auch in Bayern. Das ist unsere Partnergemeinde seit 25 Jahren. Die kommen jetzt auch im September mit über 300 Gästen zu uns, um die Partnerschaft zu feiern, um 60 Jahre Musikverein zu feiern bei uns. Deine Partnergemeinde haben wir jetzt auch in Bayern. Das ist auch Windorf. Wir haben auch einen Ortsteil Windorf, das ist das Komische. Da haben wir auch die Partnerschaft erfrischt vor ein paar Wochen. Das war auch ja, sehr frisch, wie man so schon sagt. Wir haben natürlich frisch geheiratet. Ja, wir haben auch eine Partnergemeinde in Lendavar, wo die Sprache ein bisschen ein Problem ist. Also wir sind im Slowenisch ein bisschen mager, wenn man so sagen kann. Und der Bürgermeister und sein Vorstand mit der deutschen Sprache. Und da gibt es dann noch Barrieren zu überwinden. Lendavar ist in Slowenien? Ja, ist in Slowenien. Das ist, wo die Therme 3000 ist vielleicht. Das kennen die Leute. Therme 3000 vielleicht. Ist ca. 70, 80 Kilometer von Seiersberg weg. Also nicht so weit, ein bisschen über die Grenze. Ja. Wie weit hat man von Seiersberg zur Grenze, zur ehemaligen Grenze? 50 Kilometer. 50 Kilometer. Also vielleicht schaut uns jetzt auch sogar jemand zu. Bringst du gerne Wein? Ja. Dann hätten wir jetzt für dich den passenden Titel, und zwar, hören wir es uns dann an. Und zwar, er ist auch heute da, unser Michi Hieden, liebe Zuseher, den werden wir jetzt dann auch noch vor das Mikrofon, vor die Kamera bringen, und zwar seine Heimatländer. Und ja, wie es halt mit dem Wein so ist, das werden Sie auch jetzt gesanglich wieder darbieten. Ich freue mich. Menschheit muss belohnt werden, ich denk du an ein Geschenk. Der Petrus sagt, du Vater, da hast du sicher recht. Schenk Reben doch den Menschen, ein Wein, dann werde schlecht. Der Herrgott hebt die Hand und sagt, so soll es sein. Und überall im Land ist nun der goldene Wein. Ein Tag ohne Wein ist so, als wenn die Sonne scheint. Die Steine ohne Berge, Schneewittchen ohne Zwerge. Ein Tag ohne Wein ist schlimmer als allein zu sein. Ein Tag ohne Wein ist ohne Sonnenschein. Sein Petrus, es war allerhöchste Zeit. Wir haben die Menschenkinder auf Erden so erfreut. Der Wein ist für die Männer, an dem sich jeder freut. Der Herrgott hebt die Hand und sagt, so soll es sein. Und überall im Land wächst nun der goldene Wein.
Vor einer Woche, liebe Zuseher, waren wir in Übelbach zu Gast. Und zwar am 25. Mai in der Trachtenstube und beim Schuhhaus Hieden. Heute ist er wieder da, der Chef, höchstpersönlich Michael Hieden. Und am 26. Mai gab es dann das 7. Lederhosenfest mit 5000 Besuchern. Lieber Michael, vorerst einmal schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute wieder nach Seiersberg zu kommen. Nach deinem Stress, den ich ja selbst auch miterlebt habe, ich habe dich bewundert, deine Nerven und ein ganz, ganz tolles Fest. Und dazu möchte ich dir jetzt einmal persönlich herzlichst gratulieren. Respekt und Kompliment. Ja, lieber Sepp, danke vielmals, dass du mich auch unterstützt hast. Weil es war eine ganz eine super Sendung, was wir gemacht haben am 25. Mai. Also wir haben ja wirklich gekämpft, wie ein Politiker kämpft mit den letzten Stimmen, dass da Leute kommen. Und deswegen waren auch wirklich so viele Leute hier. Und danke, alle, die was gekommen sind. Also muss ich sagen, Gratulation. Resümee vom Lederhosenfest 2016. Ja, ich würde sagen, uns hat irrsinnig gefreut. Ein Danke an die Jugend. Es waren so viele junge Leute, in Lederhosen und in Dirndln, das war ein Wahnsinn. Das ist ein Resümee. Ich muss sagen, dass das wirklich eine Freude ist und das Herz aufgeht, dass wir gesagt haben, wir machen wieder was. 2018 in zwei Jahren, das Lederhosenfest ist nicht alle Jahr. Wir haben gesagt, alle zwei Jahre machen wir es, weil sich das Ganze auch finanziell nicht ausgeht, weil wir immer auf Sponsorensuche sind. Der, was Lust hat, bitte gleich anrufen, sagen, ich möchte da einsteigen. Aber es lohnt sich wirklich für jeden Betrieb, der was mitmacht, weil wenn 5000 Leute sind, in so einer schönen Kulisse, Obergraz, muss ich sagen, also wunderschön. Liebe Zuseher, der Michael Hieden ist ja heute nicht nur als Gast da, weil er das Lederhosenfest immer ausrichtet, sondern den Michael verbindet auch mit dem Pferdl einiges, und zwar auch geschäftlich. Ich habe gesehen, du stellst auch hier in Pferdls Gasthof deine ganzen oder deine tollen Sachen aus. Ja, ich muss auch sagen, danke, der Pferdl ist auch ein ganz lieber Kollege, der was immer gern Trachten trägt. Und der Pferdl ist ein hübscher Bursch, wenn man anschaut. Dem passt einfach das Trachten an, wirklich zum Gesicht. Und den stottert man richtig gern aus. Und er stellt auch wirklich was da, ein richtiger Steirer Bursch, wie er gehört, im Land rein, wie es wir sind. Und das freut uns immer wieder, weißt du, wenn man das Ganze mit bewegen kann oder man sagt, dem passt das. Und er fragt mich immer wirklich, kannst du mir irgendwas vorbeibringen, was mir passt oder mir brauche den und zu den Anlass irgendwas zum Tragen? Und so gefährdet, das ziehst du an und dann kommt am nächsten Tag und sagt, Michael, das hat punktgenau passt. Und so ist es. Du hast ja auch hier im Gasthof einen sogenannten Schaukasten, oder? Von deiner Tracht. Ja, wir stellen immer ein bisschen was aus, dass die Leute sehen, was es brandneu gibt, aktuell ist oder gewisse Aktionen. Da hilft einmal mit und da helfen wir alle zusammen und dann passt es für alle. Lieber Michi, vielen Dank fürs Kommen heute. Lieber Sepp, danke. Dankeschön. Das Lederhosenfest 2018 ist gesichert und wir von VolksTV sind wahrscheinlich auch wieder zu 100% dabei. Ich lade mich jetzt gleich selbst ein, jetzt kann er nicht mehr Nein sagen, liebe Zuseher. Und ich gebe jetzt wieder zurück zu meiner lieben Kollegin, zur Clara ins Studio. Und vorerst aber, denke ich, kommt ein Titel. Bleiben Sie dran, bleiben Sie drauf. Sie können heute hier bei Pferdls Gasthof natürlich noch einen tollen Preis erringen. Nur müssten Sie ins Studio anrufen. Alles Weitere wird Ihnen jetzt die Clara dann noch verraten. In meiner Lederhosen, da spielt die Musik. Mit jedem Girl heut hab ich ein Gspusi. In meiner Lederhosen, da ist halt Rhythmus drin, weil ich so knickerbocker sexy bin. In meiner Lederhosen, da spielt die Musik. Ich flirt mit Annika und auch der Susi, weil ich so gut ausschau. In meiner Alpentracht schlaf ich bei alle zwei die ganze Nacht. Da ist mein Hosenschuld, ich hab ein Fett am Rock. Sie ist vom Opa noch, er hat schon damals geschmiert. Sein ganzes Leben lang ist nix passiert.
Sie passt so gut zu mir, zu jeder Jahreszeit. Sie macht den Badenstrauch, was auch die Magen freut. Wenn ich zum Bindel geh, stell sie halt neben die Wand. So kennen's mich im Steirerland. In meiner Lederhosen, da spielt die Musik. Ich flirt mit Annika und auch der Susi. Weil ich so gut ausschau, in meiner Alpentracht schlaf ich bei Ulle zwar die ganze Nacht. In meiner Lederhose, da spielt die Musik. Ich flirt mit Annika und auch der Susi. Weil ich so gut ausschau, in meiner Alpentracht schlaf ich bei Ulle zwar die ganze Nacht. La 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 la. Wenn Sie vorige Woche Mittwoch mit dabei waren, liebe Zuseher, dann werden Sie diesen Herrn sicherlich wiedererkennen. Und zwar Herr Martin Deiwinger. Er ist natürlich verantwortlich für das Programm beim Lederhosenfest in Übelbach. Lieber Martin, wie schwer oder wie leicht war es denn jetzt dann wirklich für dich am besagten Tag, am 26. Mai? Ja, Sepp, am Anfang war es ein bisschen stressig, weißt du, bis alle da sind. Und dann, wie das Programm losgegangen ist, war das eigentlich locker. Ich habe da Moderatoren auf der Seite gehabt und es ist eigentlich immer noch Programm gelaufen. Und ich habe das sehr genossen, die ganzen Leute alle begrüßt und im Hintergrund ein bisschen die Fäden zogen, dass die Musikgruppen nicht so lang spielen. Und es war echt richtig super. Am vorigen Mittwoch haben wir ja noch gesprochen, dass es auch einen Überraschungsgast geben wird. Und es waren aber dann Überraschungsgäste. Die Jess Gitti war mit dabei, ein Urgestein aus Österreich. Alle Österreicher kennen die Jess Gitti sicherlich ganz, ganz gut. Und natürlich auch ihr Tanzpartner von Dancing Stars, wo sie ja heuer mit dabei war. Und zwar der Bruder von Andreas Gabalier, der Willi Gabalier. Wie wurden die beiden denn angenommen als Überraschungsgäste? Die sind so gut angekommen, also die Leute sind gebebt und das war echt eine Gaudi. Und es ist eine gute Freundschaft schon entstanden zwischen Jess Gitti und Trachtenhieden. Und die kommt immer gern zu jedem Fest. Also sie war schon öfter mit dabei. Genau, die ist jetzt das vierte Mal schon dabei gewesen. Und danke, Gitti, dass du gekommen bist. Und wir freuen uns, wenn du 2018 wieder vorbeischaust. 2018, Stichwort, die Vorbereitungen sind schon wieder losgegangen. Gibt es schon wieder einige Gruppen, die fix sind? Genau, mittlerweile. Also ich habe schon wieder ein bisschen ein Programm zusammengestellt. Und es sind 6 Gruppen, sind schon fix. Und die, lieber Sepp, wenn ich bitten darf, mit Quintett Juhe, ihr seid so gut angekommen. Machen wir das gleich bei Handschlag. Und du darfst du 2018 gern wiederkommen. Sehr gerne. Das machen wir jetzt. Du hast heute natürlich auch wieder einen Musikwunsch geäußert und dann bitte ich jetzt dich, diesen Wunsch selbst anzusagen und sage gleichzeitig bei dir vielen Dank für den Besuch. Schön, dass du heute gekommen bist und weiterhin viel, viel Spaß in deiner Funktion als Chef des Programms und natürlich auch toi, toi, toi und für die Vorbereitungen. Ja, danke. Ich danke auch allen Besuchern vom Lederhosenfest und ich freue mich, dass 2018 wieder alle dabei seid. Und jetzt da wünsche ich mir, ich bin ja alter Fan von dir, Quintett Juche, gell? Schön, ich freue mich. Und weil beim Lederhosenfest so ein schönes Wetter war, wünschen wir uns jetzt, da liegt mein Dorf in der Sonne. Manchmal in der Früh schau ich einfach zu, wie die Sonne den Nebel vertreibt. Mein Gott, ist es schön, da am Fenster stehen. Und ich wünsch mir, dass mein Dorf so bleibt. Da liegt mein Dorf in der Sonne, wie eine Insel im Meer. Und mein Herz schlagt so laut, ja, da gehör ich her. Da liegt mein Dorf in der Sonne, und der Himmel ist blau. Ja, was man Glück hält, das weiß ich genau. Da liegt mein Dorf in der Sonne, wie eine Insel im Meer. Und mein Herz schlagt so laut. Und ich hab so eine Freude mit meiner Insel am Rand unserer Zeit.
den Schiffern nach. Und ich denk mir, ist nicht lang her. Häuser so vertraut, rund und Hirnbart. Kleider nehm der Wald, was brauch ich mehr? Da liegt mein Dorf in der Sonne, wie eine Insel im Meer. Und mein Herz schlagt so laut, ja, wo gehe ich her? Da liegt mein Dorf in der Sonne, und ich hab so eine Freude in meiner Insel am Rand unserer Zeit. Ich träum nicht von Haiti, weil ich im Herzen spür, ich hab das Paradies vor meiner Tür. Da liegt mein Dorf in der Sonne, wie eine Insel im Meer. Und mein Herz schlagt so laut, ja, da kehr ich her. Da liegt mein Dorf in der Sonne, und der Himmel ist blau. Ja, was man Glück hat, das weiß ich genau. Wie eine Insel im Meer. Und mein Herz schlagt so laut, ja, da geh ich her. Da liegt mein Dorf in der Sonne, und ich hab so eine Freude mit meiner Insel am Rand unserer Zeit. Jeder muss einmal gehen.
freue mich. Und ich habe auch ein bisschen telefonieren dürfen in der Regie. Da hat zum Beispiel der Ludwig angerufen, Ludwig Knomm. Und er hat sich den alten Glöckner ausgesucht. Lieber Ludwig, mich hat's gefreut. Wir haben uns nämlich das erste Mal am Telefon gehört. Bei VolksTV in der Regie. Ich hoffe, wir können auch einmal im Studio bei in der Volksbox miteinander plaudern. Von Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 19:45 bis ca. 21.30 Uhr sind wir da für alle Musikwünsche. Und ich bin auch da natürlich heute für die Musikwünsche. Auch am Mittwoch können Sie die Musikwünsche trotzdem abgeben. Wir Moderatoren sind in der Regie für alle auch am Telefon erreichbar. Also der Ludwig, das erste Mal durchgekommen bei VolksTV. Freut mich, dass wir den alten Glöckner schon spielen durften. Und auch die Maria Bauernfeind hat angerufen. Ich habe in Erfahrung gebracht, sie ist vom Bregenzer Wald und wünscht sich die Kastelrutter Spatzen. Und die Maria hat gesagt, dieser Wunsch ist bitte für den Mann, der hat nämlich Geburtstag. Also der Heinz feiert heute Geburtstag. Und das Geburtstagsständchen, die Kastelrutter Spatzen. Ich glaube, eine Brücke ins Glück hat sich die Maria ausgesucht für ihren Mann. Ja, und ich bin schon gespannt. Gibt es noch Neuigkeiten? Sepp, wie schaut's aus? Also, liebe Zuseher, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Also, das Kulinarium von Ferdls Gasthof haben wir jetzt da, also 1% haben wir jetzt da zum Vorstellen. Aber das ist alles aus deiner hauseigenen Landwirtschaft? Ich hab wetten hätte ich können, selbst dass du sagst, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Mir läuft es auch zusammen, aber nicht nur im Mund. Bist du sehr nervös oder was? Nein, du hast laufen gesagt, ich darf vorher nicht rausgehen. Aber ich muss jetzt ein bisschen Platz wechseln, glaube ich. Ich muss beginnen von der Erstehung dieses Steaks, was wir da haben. Du komm einfach zu mir. Weil der schottische Hochlandrinder interessant, die ich daheim bei mir in der Kuppel habe. Das sind schottische Hochlandrinder, die haben das Besondere. Man weiß ja, heutzutage weiß man ja, man soll es nicht essen, aber der Geschmacksträger ist ja das Fett. Ja. Wenn alles nur mager ist, dann ist es nicht der richtige Geschmacksträger. Und die schottischen Hochlandrinder sind auch nicht schnellwüchsige Rinder. Das sind ganz, ganz wie ein Buchen oder wie ein Orchen. Langsamwüchsige Hölzer sind, so ist das ein langsamwüchsiges Rind. Und das ist marmoriert. Und da wachsen die Fettsachen wachsen da eigentlich in das Magere rein. Und die entfalten sie dann erst richtig, wenn es dann so wird, wie das Steak. Da, das ist Medium Rare, haben wir es hergebracht, weil wir wissen, das geht nicht genauso auf Punkt hin, von der Zeit her und das. Und dann hat man eigentlich das gute Steak da, wenn sie das Fett so richtig entfalten kann. Nur im Geschmack sehen tut man sie in Wirklichkeit ja dann nicht mehr. Und das sind hauseigene Rinder, was ich habe, ja. Hauseigene Rinder. Sonst Hühner, Schafe? Also ich habe eine Hühnerallergie. Ich habe eine Hühnerallergie. Aha. Ich habe von meinem Vater immer die Strafe gekriegt, wenn ich irgendwas gemacht habe, mit dem Moped schnell gefahren bin oder was, ich muss die Wagenhitten putzen. Das verstehen sehr, sehr viele nicht. Das ist für unsere Deutschen Deutsch, zum Beispiel. Das ist dort, wo vorne die Pferde sind gegangen und hinten ist also das Heu umgewesen. Da haben wir die ganzen Wegen haben wir müssen ausziehen und du weißt ja, was die Hühner machen, wenn sie so niederhageln. Nicht immer nur einlegen, gell? Nicht immer? Ja, und da haben wir müssen die Wagenhitten putzen. Und ich habe so eine Hühnerallergie gehabt, jetzt darf ich sagen, weil es ja schon fast 50 Jahre, noch mehr als 50 Jahre her ist, jetzt habe ich mein Alter verraten. Und meine Eltern sind nach Maria Zoll gefahren, Wohlfahrten. Und ich habe als Strafe nicht dürfen mitfahren und habe müssen die Wagenhütten putzen. Mein Vater war Jäger. Zur damaligen Zeit war es noch nicht so mit den Munitionen verstecken und mit den Gewehren verstecken. Ich habe dem Vater sein Flohbettwerk genommen und habe alle 28 Hühner inklusive den Hund erschossen. Aha. Ich war dort 14 Jahre alt und seitdem haben wir, meine Mutter hat geschrien, wie sie heimgekommen ist, weil sie hat sie putzen müssen. Ne? Das ja. Habe ich auch gesagt, das sind aufgefädelt, sind sie gelegen draußen. Ja, und ist das Mikrofon ein bisschen weiter. und seitdem, meine Mutter hat gesagt, und jetzt musst du die Eier kaufen. Ja, und ja. Ich habe es maximal 2 Wochen lang gekauft, die Eier. Und seitdem gibt es bei uns am Hof keinen mehr. Ich habe eine Hühnerallergie, aber ist irrsinnig ein Bockhändl im Ferdls Gasthof, weil sie gut sind. Das denke ich mal. Also, jetzt einen Landwirtschaftswitz oder Jägerwitz, irgendwas für unsere Zuseher. Jägerwitz, Jäger. Landwirtschaftswitz, gastronomisch. Nein, gastronomisch Witz kann man dann sagen. Ja, bei uns ist einer gekommen, hat er gesagt, Herr Ober, kommen Sie her. Der Ober war ich, aber bin hingegangen, sage ich, bitte, sage ich die Suppe. Und ich sage, die ist aber nicht teuer, die kostet bei uns 2 Euro. Die Suppe, ja, sage ich die 2 Euro. Aber nur sagen Sie, die 2 Fliegen da drin. Ich sage, um 2 Euro kann ich keinen Stierkampf liefern. Also, wir sind heute in bester Gesellschaft. Lustig jetzt zu, unser Ferdl-Burgstaller. Ferdls Gasthof hier in Seiersberg, Birka. Und ja, ich denke, wir geben jetzt wieder zurück. Und ja, liebe Clara, wir haben jetzt dann noch die
Quizfrage vielleicht. Die Quizfrage, noch einmal. Haben wir noch einmal? Ja, bitte. Haben wir noch einmal die Quizfrage? Ja. Wie heißt das ganz genau? In Seiersberg, sagen wir jetzt Seiersberg. Ja. Sagen wir, ich darf das zweite ja nicht mehr sagen. Heißt das jetzt Seiersberg Birker? Wie wurden fusioniert? Oder wurden wir Seiersberg Graz fusioniert? Ist Graz zu uns fusioniert geworden? Oder ist Birker zu uns fusioniert geworden? Also Seiersberg Birker oder Seiersberg Graz? Und das hätte ich mir nicht entgehen lassen. Rufen Sie immer wieder an, wenn Sie durchkommen. Es könnte sein, dass besetzt ist, weil Sie auf anrufen. Es geht um ein Gala-Menü für zwei Personen. Und wenn es nicht in der Nähe von Seiersberg sind, ich kann das andere nicht dazu sagen, da weiß ich es ja nicht, ja. Nein, das darf ich nicht sagen. Ne? Aber wenn sie nicht in der Nähe sind, dann haben sie auch die Möglichkeit, bei Graz kann es heißen, ne? Das ist ganz klar. Graz, ne? Graz, ne? Mit harten B schreibt man P, ne? Ja, genau. Und dann könnten sie auch eine Nacht in der Suite mitgewinnen. Und für das stehe ich gerade. Wir freuen uns, liebe Zuseher, ich darf auch noch erwähnen, es bedient sich der Chef nicht selbst. Wir gehen wieder zurück zu Clara. Höchste Zeit. Ja, und ich bin froh, dass ich euch noch am Telefon begrüßen darf, von Sie am Telefon, denn es gibt wieder noch einiges zu gewinnen. Ich habe es gerade gesehen und Gewinnfrage ist, glaube ich, schon gestellt worden. Kastelrote Spatzen kommen jetzt für die Maria. Und ich gehe dann gleich wieder raus ans Telefon. Wer noch ein bisschen telefonieren möchte, mit mir zum Beispiel, der kann das auch natürlich gerne machen. Heute an diesem Mittwoch. Und ja, ich bin schon gespannt. Können wir das Teller da irgendwie so ins Studio auch reinservieren? Das wäre was Feines gewesen. Also der Regie und bei mir ist so auch schon das Wasser im Mund zusammengelaufen. Also wir freuen uns auf viele, die noch ein bisschen Lust haben, mit uns zu plaudern in der Regie. Und ich gehe dann wieder weiter. Jetzt gibt es Musikwünsche und dann gibt es nochmal den Sepp. Rainer. Mit deiner Familienmusik, mit eurer Familie seid ihr weit gereist und ihr spielt mit den Brüdern, spielst du noch immer, wird auch noch gesungen von deinen Geschwistern? Gesungen wird nicht mehr, das haben wir in der Familie gemacht, das mit Vater, Mutter, Schwester. Und wie dann im Jahr 1999, also der Vater verstorben ist, dann hat sich einfach der Familiengesang aufgehört. Und aber wir drei Brüder, der Rupert, der Ernst und ich, mit den zwei Harmonikas und mit der Gitarre, wir betreiben das noch weiter. Und mittlerweile sind wir halt da schon über 40 Jahre unterwegs in dieser Formation. Ist eigentlich ganz interessant, wie das zustande gekommen ist. Du weißt es selbst selber, du bist selber schon in unserer Wirtsstube gesessen. Da warst nur so ein kleines Bürbel. Und da haben wir aufgespielt. Großvater hat Harmonika gespielt, der Vater hat Harmonika gespielt und so war es eigentlich für uns, ja, es hat nichts anderes gegeben, irgendwer muss die Harmonika lernen und hat es der Rupert gelernt, der Ernst hat es gelernt und ich habe es auch dann gelernt. Und wir haben... Jetzt wollte ich dich gerade unterbrechen. Ja. Also, liebe Zuseher, jeder hat den Hirst vom Musikantenstadl gekannt, dieser Spaßmacher, ein begnadeter steirischer Harmonikerspieler auch und der Vater vom Hirs, der sollte angeblich euch Zwanzleitner Brüdern das Harmonikerspielen erlernt haben. Stimmt das? Nein. Nein? Nein. Also nein, wieder eine Information. Der Hirs Senior, der ist bei uns in der Wirtsstube gewesen und hat aber aufgespielt, wenn wir gebraucht haben und wenn wir Leid gehabt haben. Da ist der Hirs gekommen und dann hat er gespielt. Und der Hirs ist einer gewesen, der hat anders gespielt als wir alle anderen Musikanten in unserer Gegend. Der hat andere Stickel gehabt, der hat einfach von Vortrag her, es war einfach anders. Und ich habe mir sehr, sehr viel abgeschaut von ihm, vom Hirs. Gelernt hat er dann nichts, gezeigt hat er dann nichts, es war ein fürchterlicher Dickschädel. Und ich habe halt dann ja, angeschaut und dann habe ich es probiert daheim. Meistens, ich habe sogar geübt, da habe ich mir das Lichtrad auf die Nacht, wenn es finster gewesen ist, und habe ich mir das Lichtrad auf der Harmonika gespielt, dass ich nicht hinschaue auf die Tasten. So habe ich die Harmonika eigentlich gelernt. Und wenn man die Gebrüder Zwanzleitner kennt, dann weiß man, die Perfektion steht hier an vorderster Stelle. Wo ist denn der Pferdl? Ist der Pferdl irgendwo? Pferdl ist irgendwo unterwegs. Also, der Rainer, ich würde jetzt den Rainer gerne bitten. Was mir aber trotzdem ärgert, nur weil das Fernsehen dabei ist, darf ich heute nicht spielen mit dir, nur das Mikrofon halten. Wir haben ja wirklich im Trio gespielt, im Quartett gespielt, im Quintett. Ja bitte, wie man sagt, so wie wir fünf sind, nicht leicht vier, weil wir drei die 20 sind. Ja, genau. Also.
Eine Kostprobe von unserem Rainer Zwanzleitner. Lieber Rainer, vielen Dank für deinen Besuch, für dein liebes, nettes Ständchen. Ich bedanke mich. Ja. Wir freuen uns, dass du uns heute nach der Sendung ein bisschen aufspielen wirst. Liebe Zuseher, schade, dass Sie nicht dabei sind, aber wenn Sie Lust und Laune haben, Sie werden heute vielleicht gezogen. Und jetzt bieten wir unseren Ferdl Burgstaller genau auf diesen Platz hierher. Lieber Rainer, wenn du ihm das Mikrofon jetzt übergeben wirst. Und wir haben natürlich viele Einsendungen, viele Anrufe. Viele Anrufe, nur wo haben wir jetzt denn das Körberl? Du hast das Körberl vergessen, ja, lieber Ferdl Burgstaller. Und jetzt für Sie zu Hause, liebe Damen und Herren. Das ist einsichtig mit Ranschen. Nein. Also mischen werde ich. Darf ich noch ganz kurz eine Werbung in eigener Sache? Du darfst alles. Morgen, meine liebe Fernsehzuseherinnen und Zuseher, morgen, also am 2. Juni, der Rainer hat schon ein bisschen eine Kostprobe gegeben, gibt es hier im Ferdls Gasthof Sänger und Musikantentreffen. Da ist der Hartl Christian dabei für die Moskieren, der Harmonikaspüler. Da kommen viele, viele gute Musiker zusammen. Wir sitzen nur einfach zusammen und wenn wer spielen will, dann spielt er. Ich würde mich freuen, wenn einer von euch, der was jetzt gerade reinschaut, in den Kastl kommen wird. Jetzt kannst du mal weitermachen. Aha, jetzt ist der Ferdl der Chef. Sie haben es so ein Bit bekommen. Okay, ich bin sein Assistent. Lieber Herr Ferdl Burgstaller, ich bitte dich, die Augen zu schließen und hier einen Gewinner oder besser gesagt für zwei Personen. Ich kann ruhig reinschauen, ich sehe schlecht. Also du siehst schlecht. Ja. Schlecht hören tue ich gut, aber gut sehen tue ich schlecht. Bitte sehr, Herr Burgstaller. Okay. Liebe Zuseher, seien Sie gespannt. Seien Sie gespannt. Also, das darf doch nicht wahr sein. Es darf wirklich nicht wahr sein, liebe Zuseher. Einer, der VolksTV von der ersten Stunde an treu ist, und zwar der VolksTV-Fanclub-Präsident, unser Kurt aus Gamlitz, der Pizzeria Kurt, hat dieses Gala-Dinner hier bei dir gewonnen. Lieber Kurt, wir gratulieren dir auf das Allerherzigste und der Ferdl. Ich freue mich, ich kenne den Kurtl, weil er verwandter für ihn ist ein guter Freund für mich, das ist der Radl Günther. Und den soll er mitbringen, den gebe ich auch essen. lieber Kurt, Applaus, vielen Dank, Dankeschön. Wir gratulieren ganz, ganz herzlich, vielen Dank, lieber Ferdl, für dieses großartige Geschenk. Und jetzt gehen wir ganz kurz zurück zur Clara und wir sehen uns dann noch bei der Verabschiedung. Liebe Clara, jetzt bist du wieder an der Reihe. Ja, welche Freude, unser Pizzeria Kurt hat hier in Seiersberg bei dir das wunderbare Gala-Dinner gewonnen oder er wurde gezogen. Lieber Ferdl, bei dir ein herzliches Dankeschön für die tolle Einladung. Ein herzliches Dankeschön an den Herrn Bürgermeister, an den Herrn Tourismus Chef, Abgeordneten, Herrn Hönecker, dann an unsere lieben zwei Herrschaften, Trachtenhieden, der Martin, der Chef, höchstpersönlich der Michi und natürlich auch an unseren Rainer Zwanzleitner. Und ja, Ferdl, ich wünsche dir persönlich alles, alles Gute. Wir sind ja auch gemeinsam nächste Woche am Dienstag auf der Bühne. Wir sind ja auch bei einer tollen Band, bei unseren Wirtshausbrüdern? Genau, das wollte ich jetzt sagen. Und vielleicht du als Oberwirtshausbruder, vielleicht hast du noch einen ganz, ganz kurzen Wirtshauswitz oder irgendetwas Tolles für unsere Zuseher. Bevor mir das einfällt, Gott sei Dank hast du hast schon alle verabschiedet, wo ich auch ein herzliches Dankeschön sage. Aber meine Stammgäste sitzen da, ein Teil der Stammgäste. Aber meine lieberen Stammgäste und ein Teil ist unten und das. Und bei denen möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass sie da sind. Wenn ihr alleine jetzt applaudiert, wenn ich applaudiert mal so richtig. Danke vielmals. Ohne diese Damen und ohne diese Herren, die was da kommen, die was täglich kommen. Und ob es regnet oder schneit, die sind einfach da. Das ist einfach nicht stattfinden. Da gab es sehr, sehr vieles nicht. Da sage ich ein herzliches Dankeschön. Lieber Ferdl,
Bitte. Die Sendezeit ist um. Ich habe vorher eingangs schon erwähnt. Sind wir draußen? Nein, Politiker, so. Politiker sollte er noch werden. Liebe Zuseher, in altbewährter Manier, es gibt eine Zeit zum Kommen und es gibt eine Zeit zum Gehen. Doch die Zeit zum Gehen ist jetzt für mich wieder gekommen. Schön, dass Sie mit dabei waren bei der zweiten Sepp Let's Go auf Volkstv. Und wir sagen musikalisch natürlich auf Wiedersehen, der Ferdl und ich. Sepp, let's go! Sepp, danke. Ja, und ich darf mich auch an dieser Stelle verabschieden, denn der Mittwochabend ist für mich auch leider schon vorbei. Oder der ganze Mittwoch, ich durfte Sie auf Volkstv begleiten, bei Volksinteraktiv heute mit Elisabeth Moserholt und jetzt am Abend hier auch ja, quasi als Regieassistenz. Und ich freue mich, dass ich nächste Woche wieder für Sie da sein darf, und zwar am 9. Juni. Ja, da habe ich wunderbare Gäste. Ich freue mich auf drei Jungs, also mir wird es richtig gut gehen. Drei Jungs aus dem Tiroler Land, die werden da sein. Morgen ist aber ein ganz wichtiger für Sie da und für euch da, unser Daniel Düsenflitz. Der hat auch wunderbare Gäste eingeladen und dann am Freitag ist unser Papa Dossi wieder da. Und nicht vergessen, wer Lust und Zeit hat, am 3. und am Freitag, das ist ja Partyzeit, da ist Partyzeit angesagt beim Südsteirer Fest. Der Daniel wird dabei sein und ich werde mit dem Kameramann auch vorbeischauen. Also wer in der Gegend ist, der kann uns da auch gerne besuchen. Wir freuen uns, wünschen noch einen schönen Abend mit unserem Programm Erfolgs-TV und freue mich auf die Jungs morgen. Die kommen dann Erfolgs-Interaktiv und am Freitag und genießen Sie noch diesen Abend.